Hallo, meine lieben Stadtquest-Freunde. Was ist Mostert, hatte ich vorige Woche gefragt. Das ist natürlich der leckere und beliebte Senf hier in Düsseldorf. Und damit kann man Soßen verfeinern, Würstchen oder auch Fleisch, gerade jetzt in der Sommerszeit auf dem Grill. Und das kann sehr, sehr lecker sein mit den verschiedenen Senfsorten, die es so gibt. 1726 ist in Düsseldorf auf der Ritterstraße die erste deutsche Senffabrik gegründet worden. Und durch Vererbungen ist diese Firma dann in die Hände der Familie Bergrath gekommen. Die ist dann später wieder von einer Familie Frenzel übernommen worden. Frenzel Senf kam 1920 nach Düsseldorf. Das soll also ein Senfzentrum hier gewesen sein. Und die produzierten dann auch später den Löwensenf, haben 1965 den Bergrath Senf übernommen. Seit 2001 gibt es die Senffabrik Develey GmbH. Die stellen nicht nur Senf her, aber auch Senf. Dann wechseln halt immer wieder mal die Geschäftsinhaber, die Geschäftsanteile. Auf jeden Fall wichtig ist, Mostert ist hier bei uns der leckere, in verschiedenen Sorten erhältliche Senf. Und meine neue Frage für nächste Woche lautet, wer also auf dem Stadtplan die Pilgerstraße sucht, der wird nur den Pilgerweg finden. Also was oder wo ist denn hier in Düsseldorf die Pilgerstraße?